Wir haben uns erfolgreich alle 4 ID-Marken erkämpft und können somit herausfinden, was sich hinter der 4-fach gesicherten Tür befindet. Leicht war es nicht. Noch einmal die Queen, Drakim, Professor Culpa und Venus im Kampf zu bezwingen. Aber das, was sich hinter der Tür befindet, mit aller Voraussicht nach alles bisher Dagewesene sprengen. Und ich muss sagen, diese Pokéball-ID-Checker sind mal mega geil. Jetzt merke ich erst, was ich bei meiner Bürotür versäumt habe. Wo kommst du her? Und warum stehst du mir so nah, als könntest du mich gerade abknutschen? Moment, ihr beiden, hier geht's nicht weiter. Ach, ist das so? Aber hinter dir ist eine Tür. Baiten. Nur zu deiner Information. Du kannst es ja nicht sehen, weil du hast hinten keine Augen vermutlich. Deswegen wollte ich dich mal informieren, dass da ein Durchgang besteht. Und ich werde diesen auch nehmen. Du wirst mich garantiert nicht daran hindern. Und solltest du Faxen machen, dann werde ich deine Pokémon einfach mit dem Meisterball, den wir komplett random, also wirklich random, von Sophos erhalten haben. Keine Diskussion. Feuersturm auf Maskeregen. Trifft schon mal. Sehr, sehr gut. Aber es reicht nicht ganz. Wir brauchen noch die Power von Blizzard. Warlord, du bist gefragt. Einen Treffer haben wir schon mal gelandet. Yeah, Maskeregen ist damit down. Da kannst du noch so in der Luft zappeln, du stürzt ab. Aber Ariados leider nicht getroffen. Schade. Damit bleibt es mit vollen KP hier noch stehen. Und der Knecht hat noch ein Scaraborn, welches sogar ein Krypto-Pokémon ist. Not bad. Käferkampf-Pokémon, was echt einiges drauf hat. Auch defensiv, also die Spezialdefensive von Scaraborn sollte man nicht unterschätzen. Da müssen wir mal gucken, wie wir jetzt agieren. Ich denke, ich werde es erstmal einschläfern, also Gähner. Und mir Ariados vornehmen. Also noch einmal Feuersturm und bitte treffen. Super. Da verbrennt die Spinne elendig. Ich gebe zu, das gefällt mir. Genauso wie Level 48. So wollen wir das hier haben. Oh, da kommt der Durchbruch von Scaraborn. Das tut sehr weh. Die Beldra, aufpassen. Ich denke, ich werde jetzt sogar wechseln. Ist mir alles ein wenig zu gefährlich. Obwohl wir noch Netzbälle haben. Also die Chance, dass Scaraborn easy gefangen wird, ist auf jeden Fall da. Ja, so ein Blizzard sollte es schon überleben, denke ich. Das gönne ich mir jetzt mal. Und wir wechseln rüber zu Nachtara. Hat zwar eine Kampfschwäche, ja, aber Scaraborn wird ja gleich einpennen. Und selbst wenn. Die ein oder andere Nackenmassage ist schon in Ordnung. Geht mir einfach darum, dass ich ein bisschen Schaden machen kann, ohne Angst haben zu müssen, es zu besiegen. Und da sieht man nochmal, wie unfassbar gut die Spezialdefensive von Scaraborn ist. Klar, auf dem Blizzard war kein Step-Bonus, aber dennoch. So, wir gehen nochmal auf den Blizzard und mit Nachtaras Zug wird der erste Netzball geschmissen. Vielleicht klappt es ja auch schon. Würde mich jetzt nicht komplett verwundern. Der Schlaf macht's möglich. 1, 2, 3. Und gefangen. Na, sag ich doch. Ja, echt ein gutes Pokémon. Aber ich denke, in meinem Team wird es keinen Platz finden. Es sei denn, ich tausche mit Capoeira. Was schon eine Überlegung wert wäre, muss ich tatsächlich gestehen. Oh, schöne Tür. Weil Capoeira ist halt ein reines Kampf-Pokémon und hat jetzt auch nicht die Mega-Moves drauf.
wisst ihr was? Komm, Jolo. Wir machen's. Ja, so schnell findet man dann wohl doch einen Platz. Und ich dachte mir, bevor wir sie gar nicht benutzen, werde ich jetzt auch mal eine Zeitflöte einsetzen und Celebi herbeirufen, um Scaraborn zu heilen. Oh yeah, cool. Da ist es. Instant encrypted. Sehr schön. Die Tür zum Herzen von Scaraborn ist sofort offen. Es erinnert sich an Gegenschlag und erhält keine Erfahrungspunkte. Ja klar, hat ja auch noch nicht gekämpft. Aber bestimmt gleich. Na dann hoffen wir mal, dass das keine Verschwendung war. Aber selbst wenn, wir haben ja sogar noch eine übrig. Und habt ihr gesehen, wie cool diese Tür verziert war? Echt nice. Ich habe eine Mail bekommen? Ausgerechnet jetzt? Und warum sieht das hier aus wie so ein Empfangsraum? Ich dachte, da wären wir schon längst dran vorbei. Krypto-Pokémon-Liste von Byte. Dami, ich hab's geschafft. Auf der CD-ROM ist eine Liste von Krypto-Pokémon, aber ich konnte sie bisher nur teilweise wiederherstellen. Ich schickte die Daten der 29 Krypto-Pokémon, die ich schon identifizieren konnte. Später mehr. Hä? Ja gut, aber diese Daten hatten wir doch schon vorher auch schon, oder? Das ist doch jetzt nichts Neues. Verstehe ich nicht ganz. Trommelwirbel bitte! Fanfare, Beifall, Hurra! Seit der Öffnung des Turms bist du genau der 1000. Gast. Naja, als ob. Das glaubst du doch nicht wirklich. Schließlich ist heute gerade mal der Tag der Eröffnung. Ja, sag ich doch. Das wäre schon ein krasser Zufall gewesen. Wobei, so heftig wie es hier aussieht, ich glaube schon, dass das ein übelster Touristenmagnet ist. Allerdings muss ich das ja auch erstmal herumsprechen. Boah, und was haben die da für schöne Bilder hängen? Alter, ich will gar nicht wissen, wie viel Geld hier verbraten wurde. Der Wahnsinn. So, Morlot, du gehst auf Erdbeben. Und Libeldra drückt noch einen Feuerodem auf Blanas rein. Georok schützt sich. Schade. Aber dann wirst du eben in der nächsten Runde zerlegt. Kein Problem. Mogelhieb drängt jetzt leider die Libeldra auch zurück, aber der Erdbeben, der macht schon mal ganz guten Schaden auf Blanas, sodass der die nächste Runde auf jeden Fall nicht überstehen wird. Genauso wie du. Denn jetzt gehe ich auf den Surfer. Ich habe ihn erstmal nicht machen wollen wegen Blanas, aber jetzt bei so niedrigen KP sehe ich da kein Problem mehr. Oh komm, was bist du denn für ein Schlappschwanz? Zweimal Schutzschild hintereinander und dann klappt es auch noch. Das ist selten der Fall. Leider klappte es in dieser Situation. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja jetzt ein weiteres Pokémon in den Kampf, das wir mit Surfer easy peasy wegschwemmen können. Ah, naja, da brauchen wir schon eher einen Tsunami für. Ariyama hätten wir ja auch schon längst haben können. Hätten wir das allererste Krypto-Pokémon Makuhita gefangen, statt besiegt. Da hatten wir aber bis heute nicht die Möglichkeit, das zu korrigieren. Oh, nicht schon wieder. Was ist das denn für ein blöder Trainer? Setzt nur Moglieb und Schutzschild ein. Aber andererseits finde ich es auch ziemlich lustig, dass so viele verschiedene Taktiken in diesem Spiel Anwendung finden. Die meisten sind zwar absolute Trigger-Taktiken, aber hey, in welchem anderen Pokémon-Spiel hast du das schon? Nur die Anzahl an Loturzel, Lombrero und Kapaloris ist ein bisschen zu hoch. Okay, dann jetzt Erdbeben und
Nochmal. Nee, Hyperstrahl. Der Kampf ist danach eh vorbei. Yeah. Ist das dein Ernst, Mann? Und immer auf Libeldra. Der Angriff sah aber cool aus, so auf allen Vieren. Das hat was Bedrohliches an sich. Und meine Nerven, die fühlen sich auch tatsächlich sehr bedroht. Na immerhin, Haruyama ist down. Davon kann ich mich jetzt eine Woche ernähren. Super schön. Und auch Lombrero kriegt gut Schaden, obwohl es nicht sehr effektiv ist. So wollen wir das haben. Ja, dann das gleiche nochmal, bitte. Und diesmal trifft er. Da gibt's keinen Weg dran vorbei. Der Hyperstrahl vernichtet Lombrero. Bis auf das letzte Staubkorn. So gehört sich das. Level up für Morlord schmeckt. Und weiter geht's. Aber so ein kleiner Scherz muss dich doch nicht gleich so in Rage bringen. Naja, du hast versucht, mich zu scammen. Das finde ich gar nicht lustig. Gib zu, du warst ein wenig stolz, der tausendste Gast zu sein. Naja, ich weiß ja nicht genau, was hier abgeht. Aber wenn ich das so sehe, dann fürchte ich, bin ich hier etwas Krassem auf der Spur. Schon bald werden Gäste aus der ganzen Welt diesen Turm besuchen. Dann werden viele Menschen sehen, wie ich kämpfe und ich werde weltberühmt, jawohl. Aber du bekommst meine speziellen Kampftechniken heute vor allen anderen zu sehen. Oh, wie großzügig von dir, Artistin Mascara. Dieser Name passt. Mascara ist doch ein Schminkutensil, oder? Bin da kein Experte drin, aber es hat auf jeden Fall irgendwas damit zu tun. Frage ist bloß, warum greifen mich eigentlich alle an? Es sind ja keine Kryptoknechte. Sind das einfach so Trainer, denen irgendwas versprochen wurde? Oder sind die süchtig nach Kämpfen? Das habe ich bis jetzt noch nicht so ganz verstanden. Und warum sind die Level eigentlich jetzt wieder gesunken? Haben die Entwickler das ausgewürfelt oder was? Das sind ja selbst die Aktienkurse während Corona stabiler. Also jetzt mal ernsthaft, was geht? Professor Kulpa hatte bis zu Level 50 und jetzt sind wir schon wieder unter 40 angekommen teilweise. What? Oh nein, Morlord. Mach nicht diesen, ich brauche den Erdbeben ganz dringend. Naja. Aber Seemon bezwingen wir schon mal. Bin ich eigentlich der Einzige, der der Meinung ist, dass Feuerodem bislang erschreckend selten paralysiert hat? Irgendwie bin ich es gewohnt, dass es das fast jedes dritte Mal tut. Stachler? Oha. Aber gut, muss dazu sagen, ich hatte jetzt eh keinen Wechsel im Sinn. Morlord und Libeldra sind einfach ein perfektes Team. Und regeln hier komplett durch. Auch wenn ich den Wechsel auf Megane jetzt gegönnt hätte. Oh. Wenn jetzt hier noch ein Impagator in den Kampf kommt, kann man schon drüber nachdenken. Morlord bleibt drin. Libeldra wird ausgewechselt. Megane kommt rein. Auch wenn das bedeutet, dass es jetzt erstmal Schaden durch Stachler und dann noch durch den eigenen Erdbeben gibt. Aber komm, Megane, wenn du das nicht überstehst, dann wirst du langsam aber sicher aus diesem Team fliegen. Übrigens, was mir am Anfang des Spiels gar nicht bewusst war, wie denn auch, als wir das Megane bekommen haben, hätten wir auch die Möglichkeit gehabt, Tornoptu oder Impagator zu fangen, die beide geiler gewesen wären. Ich hab's, glaube ich, noch nicht angesprochen, deswegen tue ich's jetzt, weil mich das Impagator gerade dran erinnert. Ja, komm, mach den Blizzard. Es gab in der Stadt, ich habe sogar schon den Namen vergessen, Fenak war es, genau. Noch zwei weitere Power Ranger, die an den anderen Ausgängen standen.
Und hätten wir die herausgefordert, hätten wir eben die anderen beiden Pokémon fangen können. Allerdings war das Meganie, oder der Typ, der das Meganie besitzt, halt direkt neben dem Bürgermeisterhaus. Und deswegen ist der mir auch direkt aufgefallen und die anderen halt nicht, weil die verschwinden danach. Voll blöd, oder? Ich werde noch mehr üben, bis ich eine charismatische Trainerin geworden bin. Das ist ein guter Vorsatz. Ja, sie ist doch auch ganz sympathisch, oder? Kann man nichts sagen. Ui. Ich sehe, die Sonne lacht. Du bist also dieser Dummy vom Team Krall? Mit dir wollte ich schon lange mal kämpfen. Und jetzt zeig mir, dass du wirklich so toll kämpfen kannst, wie man immer hört. Moment. Die glauben, ich bin immer noch bei Team Krall? Das könnte einiges erklären. Kryptoknechte erzählen den ganzen Leuten, die sich halt in ihrer Nähe aufhalten, immer irgendwelche Lügengeschichten über mich. Kein Wunder, dass die mich dann angreifen. Jetzt ergibt das alles einen Sinn. Boah, wie böse. Aber finde ich gut, dass das dadurch erklärt wird. Wenn es denn so kommt. Warten wir mal ab. Und ich glaube, ich hätte den Feuer-Odem doch, wie anfangs geplant, auf Donphan setzen sollen, damit das besiegt wird. Okay, kleiner Trost. Morlord paralysiert. Aber ich habe ein bisschen Angst vor einem Blizzard. Auch wenn er nicht gesteppt ist. Die Veldra macht das ganz großes Aua. Ich finde es voll irritierend, wie da im Hintergrund bei den Slot-Machines sich die Slots noch drehen. Da kann ich mich gar nicht drauf konzentrieren. Ich gucke immer im Hintergrund so auf die 7, obwohl ich gar kein Spieler bin. Überhaupt nicht. Aber so ein bisschen angefixt bin ich dann halt doch auch, ja? Und Junge, wie viele Automaten da stehen. Die sind ja auch nicht ganz billig. Nein, Mordor hat noch ein KP. Im Ernst? Belastung. Also bleibt die Gefahr mit dem Blizzard. Aber auf dem Level kann er das, glaube ich, noch gar nicht. Oder erlernt er das überhaupt per Level ab? Ich habe es ja per TM beigebracht. Kann sein, dass er es erlernt, aber wenn dann nur ganz, ganz spät. 60, 70er Level, schätze ich. Ui, 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 ui. Jetzt will mir aber hier Libeldra was beweisen. Weil ich gerade noch rumgeheult habe. Von wegen, die Para kommt nie. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit auf 90% gestiegen gefühlt. Naja, sag ich nicht nein zu. Bin gespannt, ob man hier auch noch irgendwelche coolen Pokémon bekommen kann, bevor es zum Finalkampf kommt. Oder sieht das so aus, als müssten wir uns jetzt erstmal durch die Lobby kämpfen und die letzten normalen Kämpfe abhandeln. Da gibt's doch bestimmt noch neben den Erfahrungspunkten das ein oder andere Pokémon, oder? Aber dann halt nur von den Kryptoknechten. Von den normalen Trainern fangen wir ja schon seit Ewigkeiten nichts mehr. Ginge nur anfangs bei Team Krall-Mitgliedern, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber das hier sind ja normale Trainer, die einfach sich die Gegend angucken wollen. Du, ich bin besiegt. Ja. Und das in der Spielhalle. Gleich doppelte Niederlage. Was für ein Gegner. Aber ich will dir mitteilen, dass ich kein Böser bin. Und ich bin auch schon lange nicht bei Team Krall angestellt. Ich bin da schon seit dem ersten Part raus. Das fand ich ja auch so cool gemacht eigentlich. Mit diesem Plot-Twist. Weil man am Anfang nur sieht, wie der... Ja, komm, lohnt sich nicht. Wie der Protagonist da flüchtet. Und man denkt, der macht irgendeine Befreiungsaktion, aber dabei ist er ausgestiegen aus der Organisation. Die Organisation, die diesen Turm gebaut hat, will hier wohl reiche Persönlichkeiten aus aller Welt versammeln und ein Riesenvermögen scheffeln. Aber dafür brauchen sie doch bestimmt eine Attraktion, auf die die Leute aufmerksam werden. Genau, natürlich. Dafür sind die Kämpfe mit Krypto-Pokémon gedacht. Aha. Aha. Okay, jetzt kommt immer mehr ans Licht. Ich verstehe. Dieser Jakira will wahrscheinlich hier in diesem Turm oder drumherum, mitten in der Wüste, nicht nur ein Dubai erbauen. Nein,
Er möchte auch noch ein riesiges Kolosseum erbauen, in dem Krypto-Pokémon gegeneinander kämpfen. Und das sieht dann natürlich genauso wie, naja, in der Vergangenheit der Menschen. Die Reichen an, um drauf zu wetten und so. Ach krass, warum setze ich Erdbeben ein, wenn dann Schwalboss steht? Macht keinen Sinn. Dann doch lieber Surfer und... Ja komm, ich habe keinen Bock auf dich. Hyperstrahl! Oh, dieser Blick! Da kriege ich doch direkt Angst! Oder war es doch nur eine Initialzündung? Schwalboss jedenfalls down. Darf ich fragen, was mit dem Mushrock passiert ist? Ich glaube, das ist ein Mushrock, was schon länger nicht mehr trainiert hat, so wie das dasteht. Das hat so einen richtig krüppligen Rücken, wie ich wahrscheinlich mit 40. Das sieht alles andere als durchtrainiert aus. So, ich bin richtig krumm, Alter, ich kann kaum stehen. Hier, oder würdet ihr vor so einem Angst haben? Okay. Vielleicht hat der Anschein ein bisschen getrügt. Instant Karma für den Diss. Huch. Ah, das ging wohl schief. Manu. Blöd. Ja, Surfer, was anderes bleibt mir nicht übrig. Ich kann nicht auf Erdbeben gehen. Auch wenn es sehr effektiv wäre auf Mageton, das kann ich nicht machen. Psyana hält das nicht aus. Das ist halt das Anfällige an meiner Erdbeben-Taktik. Fällt Libeldra aus, kann ich den Move so gut wie nicht mehr nutzen. Höchstens noch, wenn Meganie daneben steht. Aber ich werde mich hüten und Meganie gegen einen Vulnona eintauschen. Nein, nein. Das lassen wir lieber sein. Und plötzlich macht der Surfer sogar noch mehr Sinn als vorher. Sehr gut. Lol, wie das auf Magneton gefühlt mehr Schaden gemacht hat als auf Vulnona. Finde ich gerade voll geil. Gemeinsam schaffen wir es! Weg mit dem neuen schwänzigen Fuchs. Auch wenn es immer wieder schön zu begutachten ist. Okay, das klingt falsch. Ihr wisst hoffentlich, wie ich das meine. Vulnona ist ein schönes Buch. What?! Der setzt einfach Blitzkanone ein und trifft natürlich damit auch noch. Okay, macht wenig Damage, aber hat auch 100%ige Para-Wahrscheinlichkeit. Und ist an sich eine heftig starke Elektroattacke. Wundert mich ehrlich gesagt, dass es so wenig abgezogen hat. Aber nun gut. Ist mir lieber so. Nimmt halt nur fast keiner rein, weil es wirklich fucking ungenau ist. Er sieht mir gar nicht ähnlich zu verlieren. Ja, mir normalerweise auch nicht. Kann ich hier irgendwo meine Pokémon halten oder muss ich jetzt zurückgehen? Und, kapiert? Kämpfe sind immer eine Attraktion, egal wer gewinnt und verliert. Naja. Moment, für den Fall, dass der jetzt auch kämpfen will, wir haben ja schon die eine oder andere Überraschung erlebt. Würde ich gerne... Ah, lass noch mal Scaraborn jetzt ran, komm. Scaraborn und Nachtara. Willkommen. Schön, euch mal wieder zu sehen. Erinnert ihr euch noch an mich? Hä? Nein. Was? Ihr müsst euch erinnern. Es ist schon eine Weile her. Wir haben unseren Feenak getroffen. Ach was! Lol, über ihn habe ich gerade gesprochen. Das ist der grüne Power Ranger. Mein Name ist Verde. Ihr habt mich vielleicht vergessen, aber ich vergesse nichts. Ihr hattet die Stirn, meinen Lorplatz zu stehlen. Aber heute ist endlich der Tag der Abrechnung gekommen. Oha! Okay, das ist eine echte Überraschung jetzt. Dass der Typ kämpft, das dachte ich mir schon, weil hier kämpft jeder. Aber dass es er ist... Geile Überraschung. Nur wie besiegen wir ihn jetzt? Die Pokémon, die er einsetzt, passen so gar nicht zu denen, die ich nutze. Naja, wobei, okay, Gronkh schon. Gronkh! Entschuldigung! Groink! Ja, aber komm. Die Namen unterscheiden sich nicht so sehr. Bei Scaraborn muss ich aber eigentlich instant wechseln. Rüber zu Psyana.
Auch wenn das nicht ohne Risiko ist. Wir probieren's. Komm, lass wenigstens das Groink zurückschrecken. Das wäre echt supi. Danke! Und Slimer benutzt den Säurepanzer, um sich auf heftige Angriffe vorzubereiten. Was allerdings nicht klappt, da hier alle meine Angriffe speziell sind in dem Fall. Armes Slimog. Zug verschwendet. Okay, ich kann mich nicht beschweren. Groink schreckt zweimal zurück. Was ist das geil? Oh, der Psystrahl wird Slimog hart verletzen, aber natürlich nicht besiegen. Nein, nein. Das hält schon was aus. Da dürfen wir nicht drauf hoffen. Oh, Moment. Nee. Erstmal das Groink besiegen und dann mit Nachtaras Zug eine Top-Genesung gönnen. So habe ich mir das von Anfang an vorgestellt. Schön, dass der Kampf auch genauso verläuft, wie ich mir das gewünscht habe. Ein Träumchen. Ich frage mich gerade, ob der Typ jetzt noch ein Krypto-Pokémon einsetzen wird oder nicht. Weil der ist ja schon ein hochrangiges Mitglied. Zumindest bei D-Green. Oder? Ja, doch. Ach komm, als ob. Und das nach der Top-Genesung. Sehe auch gerade, nein, er hat kein Krypto-Pokémon. Das sind die einzigen beiden Viecher, die er einsetzt. Tja. Hast du wohl keinen Ersatz bekommen für deinen Verlust? Heißt das etwa, man vertraut dir nicht mehr? Ich könnte es verstehen. Verflucht, schon wieder verloren. Tja. So ist das nun mal. Jetzt ist er weg. Kann ich eigentlich irgendwas machen? Nee, ne? Schade. Ja, ich gehe mich mal kurz heilen, ne? Von mir aus hätten wir es auch ohne durchziehen können, aber die Vergiftung hat mich ja quasi dazu gezwungen. So, am besten melde ich mich erstmal an, bevor hier noch weiter gekämpft wird. Willkommen im frisch eröffneten Lagerturm. Wie wäre es? Ein kleiner Kampf zur feierlichen Eröffnung? Wenig überraschend kämpft auch die Empfangsdame. Ist doch eine Frau, oder? Ja, doch, denk schon. Pokémon machen was her. Da wären mir jetzt die Beldra und Morlord lieber gewesen. Aber das kriegen wir hin, oder? Einmal Psystrahl und Durchbruch. Flunkiefer ist in dieser Generation Stahl und Licht, oder? Oder? Sieht er doch aus. Oh, das Mäulchen von dem Vieh. Noch bedrohlicher als ohnehin schon. Sieht sehr lebendig aus. Ich sehe, du hast dich auf Stahl-Pokémon spezialisiert. Na, die können Ärger machen. Aber wir machen es bislang ganz gut. Find's übrigens schade, dass Scaraborn keinen Käfer-Move drauf hat. Vielleicht kommt das noch. Aber Kreuzschere ist leider eine vierte Generation-Attacke. Das habe ich letztens jetzt auch erst erfahren. Oh! Psychokinese auf Siana! Alter, wie krass! Oh, wow! Heftig. Und ganz wichtig fürs Finale. Jedenfalls Kreuzschere leider in dieser Generation noch nicht dabei. Ich glaube, Käfertyp war generell erste drei Generationen wirklich Schmutz. Aber schauen wir mal, was so geht, ne? Von den Kampfmoves haben wir auf jeden Fall einiges an Auswahl. Wenn wir uns nicht beschweren. Ja, dann setzen wir doch gleich mal Psychokinese ein.
Macht natürlich jetzt hier auf das Metang nicht den absoluten Schaden, aber reicht. Schade, dass das kein Krypto-Pokémon war, oder? Metagross hätte ich wahrscheinlich reingenommen, auch wenn wir dann zwei Psycho-Pokémon gehabt hätten. Metagross ist einfach Erde. Huch, eigentlich hätte ich doch gewinnen sollen. Du. Der Meinung sind hier alle. Aber die Wahrheit ist, ich bin zu krass. Nun, da ihr schon mal hier seid, seht euch um und amüsiert euch schön. Das mache ich doch schon die ganze Zeit. Also den linken Flügel haben wir erledigt. Den Security-Dude da oben, den meide ich jetzt lieber erstmal. Und in der nächsten Folge schauen wir erstmal hier hinein. Ich wollte doch nicht rein. Ich wollte doch nicht rein. Nein. Okay. Gönnen wir mal kurz eine Pause, Bruder, bevor du mich verprügeln willst. Es geht erst in der nächsten Folge los, okay? Bitte hab Erbarmen. Hab Erbarmen. Nein, nein, Hilfe. Nein.